So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Portal 2. Zu der 9. Folge. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. So. Da ist der Kubus, den wir benötigen. Den wir dafür benötigen, um das Teil sich, dass das dreht wird. Kann ich wieder da rüber. Der ist da oben auf einer netten Fläche. So, müssen wir da hin. So. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal das Sprintstil und einmal das Hüpfstil. Wir setzen einfach da hin. Das Sprint. Schnelligkeit. Das müssen wir nochmal dahin. So. Na, aber da. So, sind so, das ist voll. Ja, so, und jetzt mal. Machen wir mal da hinten an. Wenn jemand nach unten landet, hallo? Ich bräuchte mich nur aus. Das kann ich doch nicht da hinsetzen, dann das alles das davon voll machen. Wenn das da hinhocke. Voll machen davon. Was meine ich? So schön wie soll jetzt. Nochmal zurück. Die Kubus davon wegnehmen. Kriege ich das dahin, dass ich von nicht. Thank you.
muss aber in diese Wand. Muss sind das Zeit dann dran. Okay. Dann würde ich mal dahin. Haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt mach neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Okay. 5:30 Uhr, immer noch in derselbe Tartrans Portal, ey. Meine Güte. Manche andere machen da schon längere Aufnahmesession, aber was denn? Wie lange ist denn das schon? Ist das jetzt schon. Jetzt ist ja die 9. Folge? Wie lange habe ich denn das schon aufgenommen? Alle Folgen. Ne. Alle. Ja, das ist nicht. Habe ich schon 15 Folgen an sich aufgenommen und das sind 15 Folgen und ich habe mal 20 Minuten 300. Ist schon nett. Nee, warte mal kurz. Ich wollte gerade mal durchrechnen, ob das eigentlich aufsteht. 5 Stunden oder was? Das sind 300 Minuten? 5 Stunden? Vielen Dank! Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für. Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Wie das diese Ausstellung nie aufnehmen haben. Die hat man von Carolyn haben wir gar nicht gehört. Kammer, da. Sieht man. Sehr gut, da oben ist die Kammer. Wo ist der Weg? Verrostet? Carolyn, Carolyn, wer ist? Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder? Oh Gott! Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Na, ich aktiviere mal alles, was ich hier finde. Anders hätte ich wohl nicht aktivieren sollen. So, dass ich die Sicherheitshebel. Sicherheitssachen da. Haben wir draußen den, wo wir auf das Portal draufschießen können, praktisch. Natürlich haben wir genau da Leck. Ich hatte es noch, da ist kontrolliert. Wohin? Anscheinend. Ja, schieße ich über das Portal weg, wo ich war. Okay.
da jetzt nicht dahin. Wir sind ja gerade an sich rauszukommen. Krieg ich hier etwas mit? Da rein. Autsch. Habe ich vergessen. Verdammt. Wie geht's da weiter? Okay, hier bin ich ja um. Da sind wir vorhin gekommen. Verdammt, ich laufe wieder zurück. Schießen. Nein. Ich habe das richtig geschossen. Und hier wieder zurück. Und dann jetzt. Schon sind wir auf der Treppe. Willkommen im Enrichment Center. Die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Okay. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Der ist da hochgehen. Ja. Geht der auf. Hä? Da war gerade unser Feld oder was? Wer hab ich's nicht gesehen? Na? Was soll ich aber? Kann da das wohl, was die mir ja mal sagt. Aber ich
so. Zack, haben wir schon alles durchstrichen hier. So, jetzt ist die Wand da hinten. So. Voll auch hinten die Landlicht, oder? Der Wand da. Schauen wir mal, wie voll das ist. Ja, war kurz erhöht der Tod in Auslastung. Noch nett. So. Ist jetzt halt die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Wo müssen wir hin? Da ist ein Elektrom. Lust. An sich da hoch oder was? So. Das ist halt gerade die Frage, wo muss man genau landen? Da ist der Exit. Wie kommen wir zu ihnen? Ist da der kleine Raum, wo wir drinnen waren? Wo sie die Wände angestrichen haben? Oder Gummizelle da? Hier ist die Schleuderwand, wo wir dann da nach da oben geschleudert werden. Aber woher holt uns den Schwung? Wohl eher nett hiervon. Nicht davon. Und das ist ja auch gerade nicht viel, wenn ich von hier nach da springe. Das hätte ich Fleisch, ja. Kommt gleich schnell wieder raus. Hat sie ja schon mal gesagt. Wir haben nur noch mehr von der Flüssigkeit immer noch. Ich glaube, der nennt das hier rein einfach. Das ist der Lift, wo er herkam. Durch eine Stelle, wo wir runterfallen können. Dass wir einen Schwung haben. Wir haben ja diesmal auch nur das Spiel zur Hand hier. Wir haben nur das eine Rohr, was das Weiße hat. Nein, das ist auch nur das Weiße. Wie kommen hier weiter?
so schnell hier hin. Aber ich bin immer noch dass sie sozusagen. Das ist eben nicht automatisch gerade. Löse ich da natürlich noch mal wieder voll lösen hier. Hat sich ja da alles nicht überlegen. Jetzt wird man der voll gelöst hier. Jetzt mal alles auf Streiche hier. Der Malermeisters. Irgendwas sehe ich bestimmt noch. Weil, wenn ich sozusagen hier, dann habe ich diesen ewigen Fall, in dem ich aber hier nicht so. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche es auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Okay. Ich hab echt gerade keine Idee, das mal macht schon die ganze Dehnweise hier. Dass wir ein bisschen Option haben hier. Weil an sich, dass das schon da hoch müssen hier, das steht eigentlich fest. Und da ist der Weg. Ah, wie kommen wir da hoch? Das ist immer noch die Frage. Ja, das mal anzustreichen ist eigentlich auch nicht. Wir brauchen eine Stelle. Das andere ist zu schnell. Ich kann nicht so schnell reagieren, dass ich da beide Portale hinkriege. Das ist nicht der Fall, dass das funktionieren kann. Carolyn. Das hier ist Flatus. Was wir ja haben, nicht. Wir sind aber in den Laden, der den Typ hier für geschmissen hat. Aber wir haben hier nur die Kleidung. So. Gerade. Oder ihr habt eine Vermutung und ich vermute, die alles weiß. Das ist gerade ein bisschen umgesetzt, das weiß ich selbst. 1986, okay, kann man besser lesen.
Gegner haben wir schon. Das da weiß gemacht. Selber da. Es ist echt spitzend ein bisschen, ja. Aber halt unaktiv. Ah, wie kann ich da hin? Weil da haben wir das.
Moment ist, wenn ich da hochkomme. Ich hatte wieder schon letztendlich, dass ich da selbst hätte ich da ein Portal sonst nicht hier durchschriebe. Verdammt. Das könnte aber klappen. Wenn das vielleicht höher geht. Nein, das geht nicht höher. Höher geht das nicht. Wir probieren das doch mal dort nochmal aus. Hier habe ich eher keinen Platz dafür. Dann müsste ich es vielleicht doch mit dem Sensor probieren, dass ich das. Thank you.
oben wäre, dann würde das gehen. Wenn ich da oben bin. Könnte ich von da oben hier runter springen und da drauf. Ich will das jetzt eigentlich nicht trappen, so wirklich. Mit den Fallspielleisten eigentlich, also. Jetzt stehen da oben jetzt dran. Warum denn jetzt weiß ich nicht hin? Deswegen sind sie da ein bisschen nur stand, dass ich da also im Raum stehe. Vielleicht finde ich schnell beim anderen Let's Play gerade mal. Ne, das ist der Part 2. Nein, da war ihr dort.
nächste Falle von Ihnen. Geht vielleicht schneller, als hätte ich hier jetzt selber nochmal rumsuche. Caroline, cool, meine Kleines. Das ist jetzt Level 4, zur nächsten Folge. Ein Dungeon Tank YouTube Prime hier. Da ist der Spot für den Strand, auch bei den Level dort. So, wie flöht ihr ja, das jetzt? So. Ja, fährt dort noch ein bisschen ein erstmal, okay. Alle fährt das aus Nein. Hat schon mal nur alles an sich, sonst muss ich nebenbei hier. Ja, wenn ich beide platziere, dann lassen wir ihn nicht mehr. Der Winkel war sozusagen gerade noch nicht. So, danke. Das war. Darauf kam ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt total übersehen, diese Stelle. Ach, hat die Folge minimal Überlänge. Okay, ich hätte vielleicht früher mal gucken sollen, weil ich ihn hier mal.
Also, jetzt hätte ich mal weiter. Musik wieder aus. Wir haben hier keine Musik bei Portal eigentlich, also. Okay, so. Wo wollen wir hin? Hier ist nämlich der Rechner. Harten Schädel. Cosi, du lässt denn hier in den Ladestream? Okay. Ich bin ja nicht am Ende wegen, hallo? Was ist los, Rechner? Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Ja, mit diesen Worten von Cladis, verabschieden wir uns für diese Folge. Aber dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.